Mein Name ist Udo Polzer, ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Stadtroda und bin mitverantwortlich für die stationsäquivalente Behandlung hier in Stadtroda, die wir seit 2019 durchführen. Mit großem Erfolg, muss ich sagen. Wir haben viele Patienten erreicht, mittlerweile über 150, die wir mit diesem Behandlungssetting haben behandeln, betreuen können. Die Erfahrungen der Mitarbeiter sind da auch sehr positiv gewesen. Das Stäbteam setzt sich zusammen aus Pflegekräften, aus Psychologen, Sozialarbeitern und einem ärztlichen Leiter und ist aufsuchend tätig. Das heißt, wir fahren einmal pro Tag zu dem Patienten hin, haben einen Patientenkontakt vor Ort und das an 7 Tagen in der Woche, das heißt an jedem Tag. Es ist immer einer von uns dort vor Ort. Den Mitarbeitern machen dies sehr gerne. Sie können dabei ziemlich frei auch die Inhalte dessen gestalten, was sie mit den Patienten machen. Es ist eine eigenverantwortliche, auch sehr, sehr wichtige Arbeit, die von den Mitarbeitern sehr gerne durchgeführt wird. Die Patienten fühlen sich in der Betreuung sehr wohl und haben davon profitiert. Das sind Patienten unterschiedlichster Diagnosen, das sind Patienten mit Depressionen, schizophrene Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Angsterkrankungen. Viele Patienten sind Frauen, die alleinerziehend sind, die zu Hause Kinder haben, die sie nicht, wenn sie vollstationär kommen müssen, irgendwo hingeben könnten und auf der anderen Seite zu schwer krank sind, um zum Beispiel eine tagesklinische Behandlung zu gehen. Und hier, wir müssen sicherlich immer darauf achten, dass das Kindeswohl nicht gefährdet ist, ist eine gute Form, die Patientin zu Hause vor Ort zu betreuen. Auch das ist das Besondere, dass der Patient zu Hause ist, dass wir zu Gast bei dem Patienten sind, wodurch ein ganz anderes Verhältnis entsteht, als wenn der Patient im Krankenhaus ist, wodurch auch ein anderes Vertrauensverhältnis entsteht, sodass hier mit den Patienten sehr gut gearbeitet werden kann. Mitunter, wenn Patienten gleicher Diagnosen betreut werden, wir auch die Patienten zum Beispiel ins Krankenhaus zu einer Depressionsgruppe mitgenommen haben, also auch da viele Optionen möglich sind, auch Patienten bei der Ergotherapie im Krankenhaus teilgenommen haben, die sie dann wieder zurückgebracht haben, so dass hier auf der einen Seite schon die therapeutischen Bereiche, also auch die Diagnostik des Krankenhauses genutzt werden kann, aber auf der anderen Seite die Versorgung vor Ort erfolgt. Und davon profitieren die Patienten sehr. Mittlerweile sind wir auch bei den Niedergelassenen bekannt, auch bei den sozialpsychiatrischen Diensten, die uns direkt die Patienten zuweisen. Gerade auch bei den sozialpsychiatrischen Diensten, die mitbekommen, dass gerade hier schizophrene Patienten anfangen zu dekompensieren, die nicht ins Krankenhaus wollen. Wenn wir sie dann stationsäquivalent behandeln, können wir sie soweit wieder stabilisieren, sodass dann die häufig dann notwendige Zwangseinweisung nicht ansteht. Also auch da ist ein großer Benefit der stationsäquivalenten Behandlung zu finden. Die Mitarbeiter sind sehr engagiert und haben sich sehr identifiziert mit dieser Arbeit im stationsäquivalenten Setting. Sie müssen auch sehen, dass es eine intensive Form der Betreuung ist. Wann hat ein Patient, wenn er vollstationär ist, schon mal eine Krankenschwester oder einen Pfleger 1 Stunde für sich, so wie es im Rahmen des stationsäquivalenten Settings ist, was sonst eher die Seltenheit oder nicht der Fall ist, was hier aber ermöglicht wird. Das andere, so die Angst, dass Patienten suizidal dekompensieren könnten oder aber nachts dann plötzlich psychiatrisch auffällig werden, das können wir so nicht sagen. Dieser Kontakt, der am Tag ist, stabilisiert und führt auch dazu, dass die Patienten auch bis zum nächsten Tag warten. Also wir haben eine Handvoll Patienten, von denen über 150 vollstationär aufnehmen müssen, weil sie dann doch suizidal geworden sind. Aber alles rechtzeitig im Rahmen des intensiven Kontaktes hier so mitbekommen werden konnte von den Mitarbeitern und dann entsprechend gehandelt werden kann. Das heißt, in der Summe, dass wir hier eine Form
der Behandlungsform etabliert haben, neben dem vollstationären, teilstationären, von dem die Patienten sehr profitieren, die Mitarbeiter ebenfalls sehr angetan sind und letztendlich ihre Tätigkeitsform nicht wieder ändern wollen würden, sondern im Stehbereich weiter tätig bleiben, weil sie dort so viel auch Erfüllung gefunden haben, was sie sonst in den anderen psychiatrischen Bereichen nicht gefunden haben. In der Quintessenz muss man sagen, dass es sich hier um eine gute Behandlungsform handelt, von der die Patienten sehr profitieren und in diesem Sinne auch nur weiter zu empfehlen ist.